Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und heute auch großer Tag der FPÖ, große Pressekonferenz von FPÖ-Chef Norbert Hofer und dem neuen Generalsekretär Michael Schnedlitz. Die zwei haben heute ihre Vorstellungen präsentiert, wie es denn weitergehen soll mit Österreich nach der Corona-Krise und wem jetzt eigentlich wie geholfen werden soll. Willkommen bei Fellner Live an beide Herren. Dankeschön. Ja, Dankeschön. War ja auch ein heftiger Parlamentstag heute. Herr Präsident Norbert Hofer und Herr FPÖ-Chef, was sind denn die Vorschläge und vor allem die Forderungen der FPÖ? Was muss denn passieren, wenn wir wieder zum Normalzustand zurückkehren? Und vor allem, wie schnell sollen wir wieder zum Normalzustand zurückkehren? Nun, das Virus wird irgendwann bekämpft sein, Gott sei Dank, wenngleich wir jetzt im Krisenmanagement einige Dinge gesehen haben, wo wir glauben, man hätte es anders machen müssen, Stichwort Tirol oder auch die Frage Schutzmasken, ja oder nein und so weiter und so fort. Aber das sind alles Dinge, die jetzt das Virus selbst betreffen, die Bekämpfung. Aber es kommt die Zeit, wo wir den Staat wieder hochfahren müssen. Und wir haben eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Auch wenn die Geschäfte wieder aufsperren, werden viele Menschen kein Geld haben, um in den Konsum wieder zu investieren. Das heißt, wir müssen unbedingt aus den Fehlern, die wir mitgeschleppt haben, über viele Jahre auch lernen, die uns jetzt treffen. Zum Beispiel die Bürokratie in Österreich, die so schwer macht, dass Menschen zur Unterstützung kommen. Es gab ja den Österreich-Konvent, der uns allen bekannt ist, wo hervorragende Vorschläge ausgearbeitet worden sind. Und ich glaube, wir müssen, sobald das Virus bekämpft worden ist, diesen Österreich-Konvent neu auf die Beine stellen und den Staat anders organisieren. Doppelgleisigkeiten, was machen wir mit der mittelbaren Bundesverwaltung? Wie gibt es echte Fördertransparenz und so weiter und so fort? Also das müssen wir angehen. Und das Zweite, ich war auch Minister für Infrastruktur, wir müssen jetzt alle Investitionen, die wir sowieso getätigt hätten, in Straßenausbau, in Schienenausbau, in Energiewirtschaft und so weiter, vorziehen, damit die Wirtschaft in Gang kommt, damit es Arbeitsplätze gibt. Denn wenn die Bauwirtschaft wieder Geld hat, dann gibt es Inserate, dann gibt es Aufträge, dann gibt es Arbeitsplätze und auch alle anderen Betriebe können mit partizipieren. Und der dritte Punkt, neben vielen anderen, aber den möchte ich zu Beginn erwähnen, wir müssen ins Bundesheer investieren. Wir haben jetzt gesehen, wir müssen die Miliz aktivieren, weil wir 3000 Soldaten brauchen. Das Militär muss stark genug sein, damit wir durch solche Krisen kommen und da brauchen wir eine bessere Finanzierung. Herr Präsident Hofer, darf ich mal anfangen mit der Frage Maßnahmen? Sie haben jetzt die einzelnen Punkte schon alle angesprochen. Fangen wir mit den Maßnahmen an. Bekannt ist, dass die FPÖ immer für frühere Grenzschließungen war und das zu lang gedauert hat. Was haben Sie denn sonst noch an den Maßnahmen der Regierung zu kritisieren, die Ihrer Meinung nach zu spät waren oder die nicht richtig waren? Und wie stehen Sie zur Maskenpflicht? Also was problematisch ist, sind diese Botschaften, die sich widersprechen. Es hat zuerst geheißen vom Gesundheitsminister, Grenzkontrollen sind völlig sinnlos, denn das Virus kennt keine Grenzen. Ja, wenn das wirklich wahr gewesen wäre, warum sind dann in China und in anderen Ländern ganze Gebiete abgeschottet worden? Natürlich kennt das Virus Grenzen, weil das Virus ja in uns ist und wenn wir eine Grenze überschreiten, dann schleppen wir das Virus mit ein. Das heißt, wir hätten sehr rasch, als wir gesehen haben, dass in Italien ein Problem entsteht, die Grenze mal dicht machen müssen. Das war der erste Punkt. Es ist dann eh gekommen auch, aber eben zu spät, mit widersprüchlichen Aussagen. Zweiter Punkt war, wir brauchen keine Ausgangssperren. Einen Tag später kamen die Ausgehverbote. Dann hat es geheißen, wir brauchen keine Schutzmasken, denn die bringen überhaupt nichts, weil die WHO sie auch nicht empfiehlt. Sind sogar eine Gefahr, weil man sich damit noch mehr ins Gesicht fasst und so weiter und so fort. Jetzt kommen die Masken. Vierter Punkt hat es geheißen, wir müssen testen, 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 testen. Es wurde versprochen, 15.000 Testungen pro Tag. Jetzt sehen wir, am besten Tag, also seit letzter Woche, haben wir gerade einmal 3.500 Testungen geschafft. Also das ist das, was nicht gut ist. Wenn man sich für eine Linie entscheidet, dann muss man das auch tun, was man umsetzt. Und bei den Masken, weil Sie konkret gefragt haben, habe ich auch heute wieder gehört, eine Experteneinschätzung. Und er hat gesagt, wenn man Masken verwendet, die Wirkung ist umstritten, da muss man sich unbedingt vorher die Hände waschen und desinfizieren, bevor man die Maske aufsetzt. So, es werden die Masken verteilt,
vor den Supermärkten, zum Teil erst drinnen. Und das Risiko, sich beim Verteilen dann auch noch anzustecken, wenn man die Hände nicht wascht, ist noch größer. Oder kleine Kinder. Also wenn du ein Kind hast, Sie werden sich alle erinnern, als die Kinder klein waren mit 2, 3 Jahren, wenn die eine Maske im Gesicht haben, die greifen dann noch mehr im Gesicht herum. Also so gesehen halte ich das für ein gewisses Risiko. Also Sie sind bei den Masken skeptisch, wären kein Freund einer Maskenpflicht. Sind Sie insgesamt mit den Maßnahmen zufrieden? Sind wir jetzt auf einem guten Weg oder sind Sie der Meinung, wir sind auf einem schlechten Weg, was die Eindämmung der Corona-Zahlen betrifft? Wichtig waren die Grenzschließungen, ja, dass das gemacht wird, kam zu spät. Auch die Ausgangsbeschränkungen in Ordnung. Aber man darf nicht vergessen, so massive Maßnahmen wie jetzt kann ich in diesem Umfang der Wirtschaft nicht monatelang zumuten. Denn dann können wir die Jobs für unsere Kinder in Zukunft über lange Zeit vergessen. Das heißt, intensive Maßnahmen ja, aber jetzt zu schauen, wer sind die Risikogruppen und diese Risikogruppen mehr schützen und jene, die nicht in die Risikogruppe hineinfallen, auch wieder freigeben für das normale Arbeitsleben und die gesellschaftliche Teilhabe. Ja, damit sind wir schon beim großen Thema, auch beim Thema Ihrer Pressekonferenz heute. Wie sperren wir das Land wieder auf? Was ist denn da der Vorschlag der FPÖ und von FPÖ-Chef Hofer? Wie können wir schön langsam wieder hochfahren, sodass unsere Wirtschaft nicht völlig gegen die Wand kracht? Sie haben ja schon gesagt, 560.000 Arbeitslose sind ja kein Lehrerl, wie man so schön sagt. Richtig. Also wenn man jetzt schon davon überzeugt ist, dass diese Schutzmasken helfen, ja, und da hat man ja gesagt, das gilt erst für Geschäfte ab 400 Quadratmeter, also das heißt, in den kleinen Geschäften gibt es kein Risiko, erst ab 400 Quadratmeter. Wenn man das wirklich macht, ja, und sagt, das hilft, dann bitte macht es ordentlich. Da muss man auch schauen, dass man vor dem Geschäft die Chance hat, sich die Hände zu desinfizieren, bevor man die Maske aufsetzt. Aber dann müssen auch die anderen Geschäfte aufgesperrt werden können, unter den gleichen Voraussetzungen. Dann muss das Arbeitsleben auch wieder beginnen können oder in den Schulen. Wir sind der Meinung, man sollte es ermöglichen, dass etwa ein Fünftel der Schüler, also 4 bis 5 Kinder, einmal in der Woche in den Unterricht in die Schule kommen, in den Hauptfächern unterrichtet werden, immer dieselben 4, 5 Kinder, damit ja auch keine Gefahr besteht, damit auch das Schulleben auch wieder beginnen kann. Also strenge Maßnahmen gut, aber diese Maßnahmen, so wie sie jetzt sind, hält die Wirtschaft keine 3 Monate aus, dann sind wir erledigt. Ja, das waren jetzt 2 sehr interessante Vorschläge. Vorschlag Nummer 1, Sie würden eine Klasse aus 25 Schülern in 5 Schülergruppen teilen und Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag würde jeweils eine andere 5 Schülergruppe sozusagen in die Woche eingebrieft werden als Übergangsphase zwischen Anfang Mai und Anfang Juni. Habe ich das richtig verstanden? So ist es richtig. Man kann auch die Abstände sicherstellen in der Klasse, wenn nur 4 oder 5 Kinder im Raum sind. Und man kann sicherstellen, dass es mit dem Unterricht auch weitergeht. Dann gibt es auch Aufgaben für die laufende Woche. Man darf nicht vergessen, dass ungefähr 20% der Kinder in Österreich über das Internet nicht erreichbar sind. Die haben entweder keinen Computer oder kein Tablet zu Hause oder keine ordentliche Internetverbindung. Und da muss ich auch schauen als Staat, dass ich Leihgeräte entweder für WLAN oder auch Tablets zur Verfügung stelle, damit diese Kinder an den anderen Wochentagen auch ihren Online-Unterricht wahrnehmen können. Also die FPÖ will, dass die Schulen in Kleingruppen wieder aufgesperrt werden? Aufgesperrt wird und im Rest der Woche der Unterricht eben online erfolgt und für jene Kinder, die einfach nicht erreichbar sind, auch Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden. Gut. Und die FPÖ will auch, dass die Geschäfte, also der gesamte Handel, sprich auch Möbel, Elektro, Spielwaren, Buchhandel etc. wieder aufsperren dürfen, wenn dort Masken zur Verfügung gestellt werden. Ab wann würden Sie wieder aufsperren, Herr Hofer? Wobei, ich sage noch einmal, die Wirkung der Masken ist umstritten. Aber wenn die Regierung schon sagt, das ist der Weisheit letzter Schluss für die Supermärkte, warum gilt es dann nur für die Supermärkte? Warum nicht für die Spielwarenhändler vor Ostern, die vor dem Ende stehen? Warum nicht für die kleinen Betriebe, die Kollektion Kleider gekauft haben, die jetzt darauf sitzen bleiben? Also wenn dann bitte die Geschäfte öffnen, man kann ja auch blockweise, wenn es große Geschäfte sind, nicht alle Kunden auf einmal reinlassen, Abstände sicherstellen, an den Kassen, Einkaufswagen desinfizieren, alle diese Maßnahmen setzen und dann bitte auch die Wirtschaft wieder leben lassen. Ja, ab wann soll wieder aufgesperrt werden, Herr Präsident? Ja, aus meiner Sicht sofort. Mit den Maßnahmen, die sicherstellen, dass es eben dieses Ansteckungsrisiko nicht gibt. Wobei, ich sage noch einmal,
Besonders schützen muss man die Risikogruppen, also ältere Personen und Personen mit Vorerkrankungen. Wir sehen ja an den Sterbezahlen auch aus Italien, wer sind die Gruppen, die besonders gefährdet sind. Durchschnittsalter bei jenen Menschen, die an oder mit Corona sterben. Das wird ja nicht unterschieden, ob an oder mit Corona. Es gibt ja Leute, die sterben, haben den Coronavirus in sich, aber sind nicht an dieser Viruserkrankung gestorben, ist 81 Jahre. Es sind auch bei uns vor allem ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Das heißt, die schützen, die bitte nicht in die Supermärkte, in alle Geschäfte, sondern die wirklich schützen. Aber alle anderen sollen auch sicherstellen können, dass es unser Land auch in 3-4 Monaten wirtschaftlich noch gibt. Denn sonst fahren wir uns an die Wand. So kann man ein Virus auch töten, indem man alles umbringt. Aber das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also Ihr Vorschlag ist, Risikogruppe über 65 bekommt eine Ausgehbeschränkung oder da bleibt die Ausgangsbeschränkung aufrecht. Im Rest würden Sie, wenn Sie noch in der Regierung wären, schon diesen Montag die Geschäfte wieder aufsperren, die Schulen wieder öffnen und die Büros auch wieder öffnen. Habe ich Sie richtig verstanden? Unter den Auflagen, die ich genannt habe, bei den Schulen eben die kleinen Gruppen das zu ermöglichen und bei den Risikogruppen zu schauen, dass eben nicht, also wenn ich zum Beispiel eine Lungenerkrankung habe oder schon mal einen Herzinfarkt hatte oder Schlaganfall, dann bitte nicht ins Berufsleben einsteigen. Aber diejenigen, die nicht zu diesen Gruppen gehören und die schon einmal erkrankt waren, ja, da wird es ja auch Antikörpertests geben, dann auch wieder ins Wirtschaftsleben mit einbringen. So, darf ich den Michael Schnedlitz noch ins Gespräch holen? Denn es gibt ja zwei Punkte, die derzeit sehr, sehr heftig umstritten sind. Das eine ist der Streitfall Tirol. Dort explodieren die Zahlen ja nach wie vor. Und da ist die FPÖ ja der Meinung, wenn ich richtig informiert bin, dass es politische Konsequenzen geben muss. Richtig, Herr Schnedlitz? Ja, absolut korrekt. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, ist, dass sich die Bundesregierung nicht aus der Verantwortung stehlen darf und vor allem Minister Anschober, aber auch der Innenminister nicht so tun dürfen, als ob sie jetzt die Aufklärer dieses fast schon Kriminalfalls sind, sondern sie sind mitten in diesen Fall und in diesen Skandal involviert. Und das ist in Wahrheit das, was aufgezeigt werden muss. Und ich hoffe, dass hier dann auch Konsequenzen gezogen werden. Denn die Verduschung, die bis heute anhält, die versteht in diesem Land niemand mehr. Da hat es ja den Vorschlag gegeben, auch von Ihrer Seite, einen U-Ausschuss zu Tirol im Parlament. Ist das eine Forderung der FPÖ? Werden Sie diesen Antrag auf einen U-Ausschuss einbringen, Herr Schnedlitz? Also da gibt es diverse Maßnahmen, die gesetzt werden müssen. Das erste ist, dass aufgehört wird von der Regierung, Alibi- und Nebelgranaten zu streuen, indem zum Beispiel die Hauptinvolvierten wie Gesundheitsminister Anschober in die Medien gehen bei offiziellen Regierungspressekonferenzen und sich als Mitbeschuldigte plötzlich als Aufdecker darstellen. Dann gibt es natürlich die rechtliche Komponente, es gibt die Möglichkeit von Amtshaftungsklagen, es gibt die Möglichkeit von U-Ausschüssen. Das wird man alles nutzen und ziehen müssen, wiewohl der erste und wichtigste Schritt ist, dass die Fehlinformation von Seiten der Regierung aufhört. Und das Zweite, dass der nationale Schulterschluss nicht mehr dazu missbraucht wird, dass Missstände in unserem Land verduscht werden. Denn ich denke, die Freiheitliche Partei ist da in einer Linie mit der Bevölkerung, dass ein nationaler Schulterschluss gut ist, wenn er zu einer Bündelung der Kräfte in diesem Land führt, um das Virus zu bekämpfen. Aber dass ein nationaler Schulterschluss definitiv der falsche Weg ist, wenn er wie von der Regierung dazu benutzt wird, dass die Verlierer dieser Krise nicht mehr zu Wort kommen und wirklich Missstände unter den Tisch gekehrt werden. Was ist denn Ihr Vorwurf ganz konkret, Herr Schnedlitz? Also man muss sich zwei Fragen stellen. Erstens, hatte der Bundesminister für Gesundheit und die Bundesregierung die Möglichkeit und dadurch automatisch im logenden nächsten Schritt die Pflicht, in Tirol einzugreifen? Diese Frage ist ganz klar mit Ja zu beantworten. Wir können es dann gerne näher durchgehen. Und zweitens, war der Gesundheitsminister in Kenntnis
der Fälle in Tirol. Und auch das ist ganz klar mit Ja zu beantworten. Denn am 26. Jänner bereits hat der Gesundheitsminister Covid-19 in das Epidemiegesetz als meldepflichtige Krankheit aufgenommen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass er so verantwortungsvoll ist bei dieser Krankheit, dass er mit die Weisung erteilt hat, die ersten Fälle meldet mir unbedingt als Minister, damit ich auch in der Handlung bleibe. In diesem Sinne gehe ich davon aus, dass er voll informiert war. War er nicht informiert, weil er diese Führungsstärke nicht hatte, dann ist das Problem ein viel größeres als soeben genannt. Also Sie sind der Meinung, Anschober hat davon gewusst, dass der Coronavirus in Ischgl explodiert. Und Anschober hat auch davon gewusst, dass dieser Virus von dort nach Großbritannien, Holland, Skandinavien exportiert wird, aber natürlich auch nach Wien, wie wir jetzt in den Verbreitungskarten sehen. Das ist Ihre Meinung. Anschober hat das gewusst, meinen Sie? Herr Fellner, der Herr Anschober hätte ja nur die Tageszeitung Österreich lesen müssen, denn Ihre Journalisten waren sehr wohl informiert und haben auch aufgedeckt, dass der Virus, wie Sie das Anfang März bereits veröffentlichen haben, mehrere Tage zuvor bekannt war. Ich gehe auch davon aus, und alles andere wäre völlig unüblich, dass der Minister davon gewusst hätte, sollten sogar mehrere Medien neben Ihnen davon gewusst haben und der Gesundheitsminister nicht, dann wäre er allein aus dieser Tatsache rücktrittsreif. Und was, nachdem er gewusst hat, er machen hätte müssen, er hatte erstens die Möglichkeit zu handeln und das bringt ihn natürlich auch in die Pflicht zu handeln. Ich nehme an, Sie fordern jetzt auch als Bundes-FPÖ, so wie Ihr Landeschef Abwärtska, den Rücktritt von Landeshauptmann Platter? Also ich würde jetzt nicht der Bundesregierung den Gefallen tun, dass sie sich wie so oft im Staat Österreich nach unten abputzt. Wenn die Bundesregierung von Kanzler Kurz begonnen über den Gesundheitsminister und Innenminister Verantwortung tragt, gerade in einer Krise, Herr Fellner, ist das wichtig, dann darf man sich nicht nach unten abputzen. Das heißt, die Bundesregierung darf nicht die Verantwortung auf den Landeshauptmann schieben, der Landeshauptmann nicht auf seinen Landesrat. Und wer weiß, was sonst noch in Österreich übrig bleibt, vielleicht irgendein kleiner Beamter, der nichts weitergemeldet hat. Hier erwarte ich mir Verantwortung bis zum Kanzler und nicht nur durch den Landeshauptmann. Und ich bitte auch, dass die Medien das aufzeigen. Ganz kurz, stellen Sie sich doch bitte alle nur vor und berichten Sie, als würde es sich um einen blauen Kanzler, um einen freiheitlichen Gesundheitsminister und in diesem Zusammenhang auch um einen freiheitlichen Landeshauptmann handeln. Denn dann würden die Schlagzeilen, und so ehrlich müssen wir sein, in dieser Republik ganz anders aussehen. Aber Herr Schneditz, das spricht ja dann hundertprozentig dafür, dass Sie einen U-Ausschuss im Parlament auf Bundesebene fordern, oder? Ja, das kann nicht der einzige Schritt sein. Das ist einer von vielen Schritten. Aber wie gesagt, da wird es auch ins Rechtliche gehen müssen, in Richtung Amtshaftung. Und ich erwarte auch, dass die Staatsanwaltschaft, die bereits tätig geworden ist, ihre Ermittlungen natürlich auch auf die Rolle der Bundesregierung ausweitet. Das heißt, in Ihren Augen ist Ischgl ein Kriminalfall, für den die Bundesregierung verantwortlich ist? Es ist auf der einen Seite ein Fall, der rechtlich auf alle Fälle zu beurteilen ist. Das zeigt ja auch die Staatsanwaltschaft, die bereits tätig geworden ist. Die Bundesregierung ist mittendrin, wahrscheinlich nicht allein verantwortlich, aber mittendrin involviert in diesen Fall, weil der Minister Weisungsmöglichkeiten etc. gehabt hätte. Und andererseits ist es ein politischer Skandal, neben dem rechtlichen Skandal, dass bis heute die Bundesregierung versucht, das zu vertuschen und dazu sogar den nationalen Schulterschluss, den man so propagiert, missbraucht und der Bevölkerung im Rahmen des nationalen Schulterschlusses auch noch versucht, die Unwahrheit mitzuteilen. Gut, dann danke ich den beiden Herren. Danke Michael Schnedlitz und danke auch an Nationalratspräsident Norbert Hofer. Dankeschön, dass Sie da beide zugeschaltet waren. Danke für das Interview aus der FPÖ-Zentrale an diesem doch sehr hektischen Tag. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommt die nächste Oppositionschefin zu uns. Und das ist die Dame in Pink, das ist Beate Meindl-Reisinger, gleich bei Fellner Live.